Kaffeemaschinen werden zukünftig zwar Toastern nicht unbedingt einen guten Morgen wünschen, die Zahl der Gegenstände, Maschinen, Automaten und Fahrzeuge, die miteinander und mit der umgebenden Infrastruktur kommunizieren, wächst aber um 60% pro Jahr. Laut John Chambers, Chef des Netzwerkausrüsters Cisco, sollen 2020 schon 50 Milliarden Produkte unter dem Begriff Maschine-zu-Maschine-Austausch, kurz M2M, miteinander vernetzt sein und automatisiert Informationen austauschen. Die US-Marktforscher der International Data Corporation gehen sogar von optimistischen 200 Milliarden vernetzten Geräten aus. Wer auch immer recht hat, das Wachstumspotenzial ist jedenfalls hoch. Und derzeit gibt es 4 große Anwendungsgebiete des Internet der Dinge. Erstens sind Smart Homes eine Spielwiese für M2M. Smart Home Produkte sind Haustechnik, Haushaltsgeräte und Konsumelektronik, die mit dem Internet verbunden sind und autark Informationen austauschen, Aktionen auslösen und sich wechselseitig steuern. Beispielsweise kann die Heizung über Sensoren prüfen, ob alle Fenster geschlossen sind und sie gegebenenfalls schließen, bevor die Temperatur erhöht wird. Die Waschmaschine überprüft durch Austausch mit dem Smart Meter den Strompreis und wäscht die Wäsche dann, wenn der Strom am günstigsten ist. Der Kühlschrank schlägt ein passendes Rezept entsprechend der vorhandenen Zutaten vor, informiert über das Ablaufdatum von Produkten in seinem Inneren oder erstellt auf Wunsch eine Einkaufsliste. Zweitens, autonome Fahrzeuge. Google hat im Frühjahr 2014 seinen Prototypen eines Autos ohne Lenkrad, Gangschaltung und Gaspedal präsentiert. Testfahrten mit hunderten solcher Autos auf amerikanischen Straßen haben vor kurzem begonnen. Audi, BMW, Mercedes und andere europäische Automobilkonzerne entwickeln ebenfalls schon seit Jahren Fahrassistenzsysteme und testen autonome Fahrzeuge. Ein dritter Anwendungsbereich sind Beacons. Das sind Bluetooth-Minisender, die Kontakt zu Smartphones und Tablets in der Umgebung aufnehmen und eine Textnachricht direkt auf den Startbildschirm spielen, um so zusammen mit Apps maßgeschneiderte Angebote anzubieten. Die App registriert beispielsweise, dass sie ihrer Freundin mitgeteilt haben, dass sie verkühlt und fiebrig sind. Eine geschäftstüchtige Apotheke in ihrer Nähe könnte ihnen dann ein entsprechendes Medikament anbieten. Mit diesen Beacons können nicht nur vorbeigehende oder fahrende Personen auf ein Angebot aufmerksam gemacht werden. Mit 3 Beacons ist die Position von Smartphones auch in geschlossenen Räumen auf bis zu 10 cm genau ortbar. So helfen Beacons, Kunden an bestimmten Stellen mit passenden Informationen zu versorgen, das Kundenverhalten zu analysieren und Kundenströme im Gebäudeinneren gezielt zu lenken. Beispielsweise auf Flughäfen oder in Krankenhäusern oder zum richtigen Regal in Kaufhäusern. Viertens, Industrie 4.0. Das ist der Platz, wo all diese smarten Produkte hergestellt werden. Industrievertreter erwarten, dass M2M unter dem Schlagwort Industrie 4.0 eine wahrhafte Revolution in der Fertigung auslösen wird. Es kommunizieren Produkte, Roboter, Maschinen und Antriebe miteinander. In einer Handyfabrik teilt beispielsweise ein Handy mit, dass es ein blaues Cover benötigt, ein anderes, dass es einen 64-Bit-Prozessor eingebaut haben will. Die Schweißmaschine, dass sie in den nächsten 7 Minuten belegt ist und die Extrusionsmaschine, dass sie für die nächsten 15 Minuten Unterstützung vom Roboter benötigt. Dieser Informationsaustausch in smarten Fabriken findet zwischen tausenden Produkten, hunderten Maschinen und zig Robotern statt. Durch diesen Datenaustausch kann jedes Produkt den optimalen Produktionsweg für sich selbst ermitteln. So entstehen dezentrale, selbstorganisierende Produktionsabläufe. Ziel dieser cyberphysischen Systeme sind individualisierte Produkte zum Preis von Massenware, bei gleichzeitiger Reduktion von Energie- und Ressourcenverbrauch in der Fertigung. Glauben wir Branchenexperten, so sind das erst die Vorreiter in eine Welt, die zukünftig wesentlich smarter wird und vor keiner Branche und keinem Produkt zukünftig Halt machen wird. Die smarte Zukunft liegt also vor unseren Füßen. Sind wir bereit dafür?